sind, glaube ich, noch nicht alle da. Wir fangen trotzdem an. Das Spiel um den DHB-Pokal 2016 zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg. Halbzeitstand 12:14, endet 32:30. Ach, das ist eine alte Information, Entschuldigung. 32:30 zugunsten des SC Magdeburg. Wir haben einen neuen Pokalsieger. Herzlichen Glückwunsch nach links. Trainer, herzlichen Glückwunsch und bitte Ihr Statement zum Spiel. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Guten Abend. Erstmal von mir. Was soll ich sagen? Mir fehlen selten die Worte oder die Stimme. Heute ist beides der Fall. Ich bin unheimlich glücklich und stolz auf meine Mannschaft. Ich glaube, nicht viele haben heute daran geglaubt, dass wir hier als Pokalsieger diese Halle verlassen. Die wenigen, die daran geglaubt haben, war auf jeden Fall jeder Bestandteil meines Teams. Und das war, glaube ich, auch heute der Schlüssel, neben der Taktik, Matchplan, hin und her. Ich habe das Gefühl gehabt, heute Morgen beim Frühstück schon, die Jungs waren bereit, was Großes zu erreichen. Jetzt in dem Moment freue ich mich unheimlich für unsere Fans, die sich das einfach verdient haben. Sie sind genauso ein Riesenteil unseres Erfolges wie jedes einzelne Mitglied dieser Mannschaft. Ich glaube, ich habe schon viel zu viel gesagt. Ich freue mich einfach zurück nach Magdeburg zu kommen und zu feiern. Dankeschön. Herr Wiegert, herzlichen Glückwunsch. Steffen Stiebler, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, ich kann mich einfach nur anschließen. Also letztes Jahr haben wir hier gesessen, waren sicherlich ein bisschen trauriger, war die Stimme auch nicht unbedingt da, aber ich glaube, wir haben uns das einfach an diesem Wochenende verdient. Natürlich haben wir gestern nicht unser bestes Spiel gezeigt. Man hat gesehen, dass wir enorm unter Druck standen, aber genau das Gegenteil war heute der Fall. Wir waren nicht der Favorit und wir wussten, wie sich das angefühlt hat aus dem letzten Jahr. Und der Großteil der Mannschaft hat das miterlebt und wollte es natürlich deutlich besser machen. Und es ist uns von der ersten Minute an gelungen. Und ich bin einfach nur wahnsinnig stolz auf das Team, auf das Trainerteam, alles, was ringsum ist, auf die Fans. Und ich glaube, wir haben uns das einfach dieses Wochenende auch mal verdient. Danke. Dann mache ich hier rechts weiter. Ludo Mevanias, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend erstmal und herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg. Ich finde, Magdeburg hat heute besser gespielt als SG Flensburg-Handewitt. 60 Minuten. Wir haben leider nicht auf das Niveau gekommen, wo ich sehr gerne mich gewünscht hätte, aber ich kann ja wirklich nicht meine Mannschaft über etwas Schlechtes sagen. Die haben wirklich alles getan. Magdeburg hat den Kampf gewonnen, so kann man sagen, über das ganze Spielfeld, fast jedes Mal. Und deswegen waren wir ja hinterher von Anfang an. Trotzdem möchte ich sagen, dass Respekt für meine Mannschaft, was sie diese Woche gemacht haben. Ich finde das, was ich schon gestern gesagt habe, Respekt und Stolzheit sollen sie auch zeigen, meine Mannschaft. Ich finde, die haben das richtig gut gemacht. Kräfte waren ja nicht da. Es ist einfach so. Ich kann ja nicht saugen mit dem Körper von dem. Es war zu hohe Belastung, ganz einfach. Bei einigen und ist leider so. Aber es ist keine Entschuldigung. Also Magdeburg hat das wirklich gut gemacht und verdient gewonnen. Wir wollen ja jetzt wieder auf ein Loch rauskommen. Und da haben wir nächste Woche ein Spiel zu Hause. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Branjes. Dirk Schmeschke, bitte. Ja, auch von mir Glückwunsch an euch. Steffen Bennett, also kann ich mich nur anschließen. Magdeburg ist heute verdient Pokalsieger geworden. Und genau wie
ich riesen Respekt habe vor unserer eigenen Mannschaft, natürlich auch Respekt vor eurem Team. Ich glaube, zwei Mannschaften, die heute und auch in der letzten, im letzten Jahr sich auf Augenhöhe begegnet sind, Magdeburg war heute besser. Und es gibt bei so einem Finale immer zwei Gefühle zu verteilen. Einmal ist es ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern Trauer und Leid und auf der anderen Seite Freude. Wir haben heute die falsche Seite erwischt und von daher kann ich gut verstehen, was in euch vorgeht. Auch aus so einer Situation können wir lernen und müssen wir lernen. Man muss eben auch dadurch, und das werden wir auch tun. Und wie gesagt, ich bin stolz auf meine Mannschaft oder auf unsere Mannschaft, was sie in den letzten 10 Tagen auch wirklich geleistet hat. Haben wir gestern ja schon deutlich genug angesprochen. Uns hat sicherlich auch wehgetan, dass Rasmus Lauge heute nicht gespielt hat, weil er in den letzten 10, 12 Spielen ja, ich sag mal, schon auch ein bestimmender Faktor in unserer Mannschaft gewesen ist. Das muss eine Mannschaft auch so wegstecken und das ist auch nicht so ganz einfach. Aber auch das ist keine Entschuldigung für heute, um das auch klar zu sagen. Und ich kann auch sagen, die Mannschaft hat auch heute alles gegeben. Es ist so ein bisschen so, der Akku war sicherlich auch ein bisschen leer und man versucht den Reifen dann immer wieder aufzupumpen, was wir die letzten Tage und Wochen gemacht haben. Und man kriegt nicht immer alle Luft rein, sowohl in den Körper als auch in den Kopf. Ja, das hat die Mannschaft selbst versucht, das haben wir versucht. Unsere Fans haben uns super unterstützt und ich hoffe, dass wir auch dieses Gefühl von gestern, wo wir ja auch gezeigt haben, dass wir auf Ballhöhe bleiben in allen Bereichen. Ich sag mal, da werden wir jetzt auch weitermachen. Wir werden die Saison mit genau der gleichen Leidenschaft jetzt bis zum Ende durchspielen. Aber wie gesagt, an dieser Stelle nochmal Glückwunsch an euch. Habt ihr verdient gewonnen heute. Frank Bohmann, Ihr Fazit. Ja, man denkt ja mal in den letzten Jahren, besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Und dann wird doch immer noch eine Schippe draufgelegt. Ich kann eigentlich nur beiden Mannschaften heute gratulieren. Die haben am Mittwoch beide 100% gegeben, sind beide enttäuscht worden, insbesondere auf Flensburger Seite so ein bisschen um die Qualifikation gebracht worden. Haben gestern hier ja beide weit über 100% in ihren höchst intensiven Halbfinals gegeben und dann legen beide Teams nochmal sowas hin. Respekt, also das ist großartig für uns als Liga und für den gesamten Handballsport. Eine riesige Resonanz in den sozialen Medien für beide Mannschaften. Die haben echt was für den Handball geleistet. Ja, also das war super und da möchte ich mich bei den Trainern, das reicht gar nicht aus, ich bitte, dass die das weitergeben an das gesamte Team. Da ist uns ständig kalt den Rücken runtergelaufen. Was hier gelaufen ist, das war toll. Ja, wir sind natürlich als Veranstalter sehr, sehr zufrieden. Eine riesige Resonanz. Ja, uns haben wir große Befragungen gemacht. Auch da scheinen wir vieles richtig gemacht zu haben. Wir haben uns ja überprüfen lassen, ist die Veranstaltung wirklich gut? Da können wir uns mal selbst auf die Schulter klopfen. Das lassen wir jetzt mal den TÜV entscheiden, ob das auch beim Kunden so gut angekommen ist. Und dann werden wir da unsere Schlüsse rausziehen, um bis 2022 jedes Jahr noch besser zu werden. Ja. Das ist unser Fazit. Hamburg ist unsere Stadt und hier werden wir bleiben. Dass jeder Wechsel kann nur schlechter werden. Ja. Vielen Dank. Ihre Fragen bitte. Noch einmal alles geben, bitte. Keine Fragen mehr? Wunderbar. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Kommen und ich denke, das Podium steht Ihnen jetzt noch zu Einzelfragen zur Verfügung. Die meisten werden es schon gemacht haben. Danke. Alles Gute.